Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Cheeky Boink und das ist Alien Isolation. Wir werden jetzt dort unten durch das Haupttor gehen. November 2137. Das passt. Wir haben ja jetzt auch November. Zufall. Oder Schicksal. Was heißt das? LB0? Oktober, 21. Oktober, 8:32 Uhr. CM31, Next, Next, Next. Das ist Vista. Okay. The Planet Hopper, Adventures in Planetary Travel. Gut, machen wir das Ding mal weg. Ganz ruhig. Okay, okay. Ah, ist aber nervös, der Junge. Mein Name ist Ripley. Woher kommen Sie, Ripley? Von einem Schiff. Hier gibt es keine Schiffe. Jetzt schon. Prima. Große Klasse. Hier läuft's nämlich nicht so toll. Hier ist was explodiert. Alles hat gebebt. Ich hab's gesehen. Meine Liebe. Das ist das geringste unserer Probleme. Ja? Ja. Hier ist etwas auf der Station. Etwas, das Sie sich nicht vorstellen können. Was denn? Ein Killer! Verstehen Sie? Okay. Okay. Wie heißen Sie? Axel. Ich bin hier mit zwei Kollegen angekommen. EVA. Die Explosion hat uns getrennt. Können Sie mir helfen? Warum? Weil Sie sich hier auskennen. Nein, ich meine, warum? Was ist für mich drin? Ein Platz auf dem Schiff. Woher weiß ich, dass ich Ihnen trauen kann? Ich muss zur Kommzentrale. Ich muss mein Schiff kontaktieren. Heute ist Ihr Glückstag. Na los, Süße. Seekson Communications befindet sich im Systec-Turm. Das ist ein ganz schönes Stück, aber wir können durch den Frachtbereich zu einem Transit gelangen. Aber vorsichtig, da lauern so einige Gefahren. Okay? Axel ist ein echt netter Typ. Also man sieht's eh nicht an, aber ist echt nett. Ich finde auch dieses schmutzige Gesichtsdesign, finde ich ziemlich cool. Ich will nicht lange hier rumhängen. Aber mal ganz ehrlich, das sieht doch super aus. Also noch lebensechter und ist... Wäre echt. Ja. Und links. Okay. Sind Sie mir da hinten gefolgt? Ich musste Abstand halten. Man kann hier nichts riskieren. Bleiben Sie bei mir. Was? Hey, keine Bewegung. Oh, okay, okay. Wir wollen keinen Ärger. Wer sind Sie? Ich bin John. Das ist Ringo. Das sind nur ein paar Idioten. Wir haben für sowas keine Zeit. Komm schon, Jenna. Wir ich wollen zur mit. Kommunikationszentrale. Können Sie uns helfen? Wir brauchen deren Hilfe nicht. Doch. Verrat Ihnen nichts. Der Aufzug funktioniert wieder. Jenna, na los, okay? Es tut mir leid. Viel Glück. Seid vorsichtig da vorne. Ich habe da Geräusche gehört. Wo da? Oder hier? Na toll. Was zur Hölle sollte das denn? Warum waren sie so übel aggressiv? Alle haben scheiß Angst und gehen sich darum eben aus dem Weg. Ist sicherer. Okay. No hospital, no authority, no hope. Keine Hoffnung.
Ich hoffe, ihr Schiff gibt es wirklich. Na, die gibt's schon. Sollen wir nur irgendwie hinkommen? Also ich will hier runter. Ich brauche jetzt hier nicht länger bleiben. Oder? Wie siehst du das? Moment, lassen Sie mich den Fahrstuhl rufen. So eine klassische, wir warten hier auf den Fahrstuhl und da kommt was Situation. Also, eigentlich. Na, worauf warten Sie? Drücken Sie den Knopf. Seien Sie hier bloß ruhig. Es könnten Leute unterwegs sein. Ich fände es ganz nett, wenn Sie mir endlich sagen könnten, was da los war. Sofort! Hören Sie mal zu, Herzchen. Wenn wir es zum Schiff schaffen, können wir uns ausruhen, plaudern und gegenseitig die Haare flechten. Ja, wenn wir es zu meinem Schiff schaffen. Ich muss wissen, was los ist. Jetzt sofort! Na schön. Wie gesagt, ein Killer ist los. Ein Killer? Was soll das überhaupt heißen? Ich habe ihn nicht gesehen, aber er ist hier. Er holt sich einen nach dem anderen. Was soll das heißen? Ein Psychopath? Eine Person? Nein, was anderes. Ein Monster. Okay. Ein Monster also. Tja. Als wenn. Schaut, das ist ganz ruhig hier. Ein Schwachsinn. Wir sollten uns nach dem Ausweg umsehen. Bist du wahnsinnig? Es gibt keinen Ausweg. Wenigstens sind wir hier unten sicher. Aber wie lange? Was, wenn die zu uns kommen? Dann schießen wir sie in Stücke. Und jetzt Ruhe, du machst mich nervös. Wir werden bald schlafen müssen. Ich pack das nicht viel länger. Ich bin auch schon ein bisschen nervös. Ärger! Wir müssen an denen vorbei. Folgen Sie mir. Auch schon wieder Schächte. Freunde von Ihnen? Ich bin denen schon mal über den Weg gelaufen. Die mögen keine Fremden. Nicht mal nette Typen wie mich. Ich bin schockiert. Ich zieh sie nicht auf, Herzchen. Wenn sie sich bemerkbar machen wollen, bitte, ist ihre Beerdigung. Die Waffen sind nicht zum Spielen da. Jemand muss etwas unternehmen. Das machen sie. Man nennt es Überleben. Alle wenden sich gegeneinander. Die Angst macht die Leute verrückt. Ist mir schon aufgefallen. Sie leben hier? Was soll ich sagen? Mein Butler hat gerade Urlaub. Nehmen Sie sich, was Sie brauchen. Wer weiß, wann sie noch mal die Gelegenheit kriegen. Vor allem, das Ganze hier ist doch überhaupt nicht sicher. Wir haben hier eine Tür. Wir haben den Luftschacht. Es gibt auch noch mal eine Tür. Sie sollten sich die Taschenlampe da drüben schnappen. Nehmen Sie genug Batterien mit. Ja, machen wir. Erstmal alles andere. Na los, worauf warten Sie? Nehmen Sie sich die Taschenlampe. Na gut, viele gibt es hier nicht, um mitzunehmen. Oh, Inventar ist voll. Da müssen wir nochmal gucken. Kann man noch eins herstellen? Das, das und das. Ach, wir haben schon so viel Schrott. Aber leuchten Sie nicht mit dem Ding rum. Nicht, dass wir erwischt werden. Dann los. Hier lang. Oh. Ich habe jetzt auf Nein gedrückt. Ich wollte natürlich auf Ja drücken.
Und nun? Ich behalte ein Auge auf den Lüftungsschacht. Irgendwo hier ist noch einer. Ich habe ihn markiert, damit ich ihn nicht vergesse. Wie wär's, wenn Sie sich umschauen? Wir gehen nirgendwo hin, bis Sie nicht den Schacht gefunden haben. Ja, alles gut. Wo war der denn nochmal? Da ist er. Axel, ist es der hier? Warten Sie, ich komme ja schon. Ja, beeil dich. Ich wusste, dass er hier irgendwo ist. Sehen Sie, ich habe alles unter Kontrolle. Na, dann schaff uns mal hier raus. Nicht so laut. Es ist nicht ratsam, sich hier zu lange aufzuhalten. Nee. Komm, ein bisschen schneller, bitte. So kommt man hier von A nach B? Wenn man am Leben bleiben will, ja. Torrance, das ist also Ihr Schiff, wie? Ruhe! Ich hab was gehört. Ja, schon gut. In Ordnung. Wir müssen zu den anderen. Irgendwas stimmt nicht. Es stimmt immer irgendwas nicht. Komm schon. Nicht, dass der sauer wird. Folgen Sie mir! Schon wieder auf Nein gedrückt. Okay, wir müssen hier leise sein. Nicht die Taschenlampe anmachen. Also, ich bin leise. Leise? Halt! Was ist der Notfall? Hier war jemand. Alle in Alarmbereitschaft bleiben. Haltet eure Waffen bereit. Schießt auf jeden, den ihr nicht kennt. Verstanden. Bleibt hier, während ich unsere Vorräte prüfe. Mach du mal. Das ist wahrscheinlich geschehen, aber es war deine Idee, nicht meine. Selber ausgeschaltet? Nein, jemand ist hier. Genau, haut mal schön ab da. Sie mal nach. Kommt mit. Wer ist da? Kommen Sie raus, dann tun wir Ihnen nichts. Scheint nicht kaputt zu sein. Woher willst du das denn wissen, Einstein? Wenn der Generator durchgebrannt wäre, wäre hier Rauch. Er funktioniert trotzdem nicht. Vielleicht der Sicherheitsmechanismus? Haha. Seien wir besser ruhig. Sie sind noch in der Nähe. Schon wieder ein Safe Point. Hier also wirklich sehr, sehr viele Safe Points. Das wird sich ändern. Nein, also eigentlich gibt es immer ziemlich viele Safe Points. Was ist los jetzt hier? Geht es hier weiter? Also ich denke, da jetzt hier ein wichtiger Abschnitt kommt. Ach komm, egal. Wir machen weiter. Wie weit noch? Fast da. Transit ist gleich da vorne. Hoffentlich ist Ihr Schiff auch noch da. Sevastopol entspricht nicht so ganz Ihren Erwartungen, wie?
Ach, alles gut. Ich sollte gar nicht hier sein. Meine Ausschiffungsunterlagen waren auf letzte Woche datiert. Inventar. Aspirin 4. Geil. Milchpulver, Medik... Warum zwei Medikits? Okay, aber dafür drei Stangen kippen. Läuft. Alles richtig gemacht. Ja, geht wohl nicht hier, ne? Erst aus. Die Scheißkerle haben uns abgeschnitten. Ich hab's. Wir müssen beide Konsolen gleichzeitig betätigen, um sie zu öffnen. Ich nehme die hier und sie gehen zu der auf der anderen Seite. Okay. Wie gesagt, ich kenne das auch schon, aber ist trotzdem immer noch sehr, sehr cool. Fertig. Auf drei. Eins, zwei, drei. Retten Sie Axel. Arschloch! Beeil mich! Ich hab den Scheißkerl. Ihr Penner glaubt wohl, ihr könnt euch hier einfach bedienen. Lass mich los, verdammt! Boah, er schießt ihn einfach. Shit. Hauen wir ab. Die anderen sind unterwegs. Was will ich wohl meinen? Wir müssen los! Jetzt! Hey, ihr Sackgesichter! Schnell! Er schießt sie! Scheiße! Ich glaube, er ist tot. Die haben ihn umgebracht. Ja, das war schon. Sie haben ihn getötet. Wenn er mich töten wollte, er oder ich. Hier geht es ums Überleben. Verstehen Sie das? Hören Sie da was? Das ist eine Szene, die ganz klar an Alien 1 erinnert. Axel? Scheiße. Was ist das denn? Also man sieht noch nicht viel, aber man weiß schon mal... Was zur Hölle war das? Was jetzt los ist. Wir müssen weiter. Und ich schwöre euch, wenn ihr euch hier zu lange Zeit lässt, dann kommt es. Und es wird euch holen. Das ist eine geile Situation, weil das Ding braucht Ewigkeiten. Und da hinten ist das Alien. Und also ich bin beim ersten Mal gestorben in dieser Situation. Weil, keine Ahnung, ich habe, glaube ich, erstmal hier alles abgesucht und dann war es zu spät. Dann kam es einfach. Mach auf! Oh, lass mich hier raus. Oh, safe. Puh. Wie gesagt, also, erste Begegnung mit dem Biest. Und es wird nicht die letzte bleiben. Und definitiv, man kann hier sterben. Definitiv. Ich hab's ausprobiert. Also krass, also dass das Spiel mich immer noch schockt. Beziehungsweise so unter Druck setzen kann. Sagt schon viel über die Qualität aus. Haltestelle für Sixen Communication Technologies, technischer Supportdienst und Gemini Exoplanet Solutions. So, das Ding ist... Erstmal wieder weg. Das Interessante ist, das macht sowas von Lärm.
und lockt das olle Biest natürlich auch an. Aber wir machen jetzt hier mal einen kurzen Break, ein bisschen eine kleine Verschnaufpause. Dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder und dann geht's spannend weiter mit Alien Isolation. Gute Nacht, schönen Tag, bis dahin. Tschüss!